das finden muss. Doch was muss das nur so irgendwann ist? Ja, mal schlürfen. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Ich bin in Wolf verknallt. Zum Drei am See. Anna. Ich will es nicht. Ich dachte, wir wären zusammen. Sind wir doch auch. Ey, ich hab echt keinen Bock auf deine ewigen Launen, ja? Starke Typen gesucht. Wer ist die wichtigste Frau oder der wichtigste Mann eurer Schule? Schickt uns ihr oder sein Foto, Malerei, Karikatur, in Stein gehauen oder was immer euch einfällt. Erster Preis 1000 Euro. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Wir machen einen Gipsabdruck. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Herr Pasulke seinen Kopf in Gips tauchen lässt. Manuela, ich habe nochmal mit Dr. Wolfert gesprochen. Er möchte unbedingt, dass du hier im Internat bleibst und ich denke, er hat recht. Vielleicht könnte ich dir helfen. Warum willst ausgerechnet du mir helfen? Du warst doch die ganze Zeit gegen mich. Könnte es denn nicht sein, dass ich jemanden einen kleinen Scherz erlaube? Und Ihnen ist bei dem Unfall nichts passiert? Nein, nur ein paar Schrammen und 6 Monate Jugendhaft. Das ist ja sehr interessant. Das ist echt keine Verlade. Wolfert hat seine Freundin auf dem Gewissen. Wenn ich es dir auch sage, das ist ja total krass. Gerade Wolfert, die sagt doch immer, der sei der absolute Oberspießer. Ist auch so. Ich würde selbst nicht glauben, wenn ich es direkt von ihm gehört hätte. Und im Gefängnis war er auch? Weißt du, was ich nicht verstehe? Wieso outet der sich so plötzlich nach so vielen Jahren? Verstehe ich ja auch nicht. Ich glaube, das hat er wegen dir gemacht. Wegen mir? Du spinnst ja. Doch, der würde dich unbedingt vom Rausschmiss retten. Ah, verstehe. Damit ich ihm ewig dankbar bin. Hat er sich doch gar nicht schlecht ausgedacht, oder? Ja, bis auf die Tatsache, dass er die Rechnung ohne die Wirtin gemacht hat. Wie meinst du das? Abwarten. Wenn mein Plan aufgeht, bin ich schon bald wieder bei meiner Clique. Ich kann den Wolf zwar nicht besonders gut leiden, aber wie es gelaufen ist, kannst du mir trotzdem erzählen. Psst. Nicht schlecht. Naja, habt ihr euch geküsst? Ja. Wann willst du das so genau wissen? Na hör mal, ich bin doch nicht dein Postboten und hinterher hältst du dein Versprechen nicht. Was hab ich denn versprochen? Na, dass du mir alles erzählst. Okay, okay. Er hat versucht, mich zu streicheln. Er dich oder du ihn? Ist doch wohl dasselbe. Finde ich gar nicht. Und dann? Dann hat er auch noch versucht, mich zu küssen. So richtig mit Zunge? Wie denn sonst? Ich wusste doch, dass er gleich aufs Ganze geht. Nein, nicht so, wie du denkst. Und, hast du ihn gelassen? Quatsch, bist du verrückt? Ich habe ihm sofort klargemacht, dass ich das nicht will. Oh, oh, dann hat er das doch bestimmt nochmal versucht. Nee, er ist aufgestanden und ins Wasser gesprungen. Gott, so ein Arsch. Am besten, du versenkst ihn gleich im Wannsee. Wieso? Der ist wenigstens nicht so ein Langweiler wie die anderen. Oh Gott, das ist doch nicht dein Ernst. Was meinst du? Kann ich gucken, ob der Gips schon trocken ist? Warte lieber noch ein bisschen. Wenn du meinst. Bin mal gespannt, wie der Abdruck nachher aussieht. Ich auch. Und wenn das mit Pasulkes Kopf geklappt hat, können wir einfach weitermachen. Oh ja, wir machen von allen Lehrern Büsten. Von Guppi, von Frau Galwitz und von der Hansen. Und dann stellen wir sie im Foyer auf. Gute Idee. Und jeder, der sich über einen von denen geärgert hat, kann ihm mal so richtig die Meinung sagen. Ohne, dass ihm was passiert. Und im Winter tragen wir sie raus auf den Pausenhof. Und dann bewerfen wir sie mit Schneebällen. So, ich glaube, du kannst. Aber sei vorsichtig. Keine Panik, das schaffe ich doch mit links. Na, nimm lieber beide Hände. Ganz schön fest geworden, das Zeug. Na, pass auf, sonst wird das nichts. Dann bist du verrückt geworden. Wenn es den kaputt geht, dann können wir den Wettbewerb vergessen. Ich weiß schon, was ich mache. Das haben wir doch bei der Denning auch schon mal gemacht. Achtung, gleich bin ich soweit. So. Mist. Jetzt ist die Form kaputt und Pasulkes Nase ist auch hin. Du immer mit deinen Weltmeisternummern. Ja, was machen wir jetzt? Ach, ich bastle ihm einfach eine neue. Sorgen Sie dafür, dass ich von der Schule fliege. Oder das ganze Internat erfährt, dass Sie im Gefängnis waren.
Was soll das denn? Du willst doch nicht etwa Wolfer mit dem Brief da erpressen? Bingo, Sie haben den ersten Preis im Krimi-Wettbewerb gewonnen. Lass mir doch so eine Chance nicht entgehen. Damit will ich nichts zu tun haben. Hast du auch nicht. Schreib meinen Namen drunter, nicht deinen. Aber ich hab dir doch von der ganzen Sache mit Wolfert erzählt. Na und? Was soll dir schon passieren? Das ist ganz allein meine Sache. Im Gegensatz zu dir möchte ich auf Schloss Einstein bleiben. Du kannst ganz beruhigt sein. Wenn ich erstmal hier raus bin, wird niemand erfahren, wer ich weiß, dass Wolfert im Gefängnis war. Und warum nimmst du diese komischen Zeitungsschnipsel, wenn du eh willst, dass du entdeckt wirst? Danke für den Tipp. Hey, Ciao Wolf, was machst du denn schon hier? Na, ich habe halt Frühstückspause. Na, und schmeckt die Arbeit? Naja, nicht so gut wie dein Eis. Moment, Moment. Un piccolo gelato. Para mio amico. Wolf, prego. Ah, danke. Na, schmeckt? Erdbeer, sehr gut. Gut? Wunderbar. Na, und wie geht's dir mit deiner Freundin Anna? Naja, wenn du es genau wissen willst, die zickt zurzeit ein bisschen rum. Zick rum? Was soll das heißen? Ja, gestern waren wir beim See und... Lago. Wunderbar. Immer gut für Amore. Ja, da war aber nichts mit Amore. Überhaupt nichts? Ja, am Anfang, da haben wir ein bisschen rumgemacht, aber dann ist sie plötzlich ausgerastet und hat mich abblitzen lassen. Abblitzen lassen? Ohne Grund? Naja, ich war gerade dabei, auf eine kleine Forschungsreise zu gehen bei ihr. Ah, kann sein, dass du ein bisschen zu schnell in, wie soll man das sagen, unbekannten Regionen vorgestoßen bist? Nee, auf keinen Fall. Mal spielt sie die Verliebte und mal tut sie so, als würde sie mich gar nicht kennen. Tja, so sind die Frauen nun mal. Das kannst du mir glauben. Und warum? Warum? Wie soll ich das sagen? Das ist Taktik. Was denn für eine Taktik? Frauen wollen erobert werden. Sie sagen Nein und meinen Ja. Ehrlich? Nein, nicht immer. Manchmal, wenn sie Nein sagen, meinen sie auch Nein. Du musst Geduld haben. Wahrscheinlich bist du ihr erster richtiger Freund. Ja, das kann schon sein. Guck mal, lass ihr Zeit. Sei freundlich zu ihr. Ein Kavalier, verstehst du? Überrascht sie. Gib ihr ein Geschenk. Das ist eine gute Idee. Sag mal, hast du noch einen guten Ratschlag für mich? Nee, Moment, nichts dabei. Na gut, ich muss danach wieder. Ciao. Ciao, was Gute. Was mach ich denn so fröhlich? Ach, nichts. Ach, weißt du, was meine Großmutter immer gesagt hat? Mädchen, die pfeifen, Hähnen, die krähen, muss man bei Zeiten die Hälse umdrehen. Wie gut, dass ihre Oma heute nichts mehr zu sagen hat. Sehe ich auch so. Sieht ein bisschen sehr nach Stupsnase aus, findest du nicht? Quatsch, Pasuke wäre doch froh, wenn er so einen Zinken in Wirklichkeit hätte. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Ich schon, ganz sicher. Na, wie bin ich geworden? Gut. Alles okay, Herr Pasulke. Hat prima geklappt. Darf ich mich mal bewundern? Das geht jetzt nicht. Wie, warum nicht? Ach, wir haben da so eine Kleinigkeit vergessen. Im Moment, eben hast du noch gesagt, das sei alles erste Sahne. Ist es doch auch. Wir wollen sie bloß ein klein bisschen bekleben. Was? Psst. Ihr wollt mich doch nicht wirklich bekleben. Ich bin keine Litfaßsäule. Wissen Sie was, Herr Pasulke? Lassen Sie sich einfach überraschen. Ah, okay, aber nur, wenn er mir verspricht, dass ich mich noch mal sehen darf, bevor er mich wegschickt. Ja, versprochen. Und Sie sind ganz sicher, dass Manuela Vogt diesen Brief verfasst hat? Aber ja doch. Es geht doch aus dem Inhalt des Briefes im Zusammenhang mit den Initialen hervor. MV. Ja, oder kennen Sie einen anderen Schüler mit derartigen Abkürzungen? Sorgen Sie dafür, dass ich von der Schule fliege. Oder das ganze Internat erfährt, dass Sie im Gefängnis waren. Also das ist doch wohl die Höhe. Waren Sie denn mal im Gefängnis? Das ist eine uralte Geschichte. Ich habe es befürchtet. Ich hätte die Tatsachen damals bei der Einstellung nicht verschweigen dürfen. Ich war... Augenblick.
Wenn dieser Sachverhalt nicht in Ihrem polizeilichen Führungszeugnis erwähnt wird, dann geht mich das nicht an. Ich frage mich nur, woher Manuela davon weiß. Ja, das frage ich mich allerdings auch. Haben Sie das denn irgendjemandem im Internat erzählt? Womöglich an Pasulke? Nein, natürlich nicht. Allerdings, ach, das ist völlig unmöglich. Wissen Sie, was mich am meisten bestürzt ist, dass ein Kind aus unserem Internat zu solchen Mitteln greift. Ja, also mich nicht. Sie will um jeden Preis die Schule verlassen. Ja, das mag schon sein, aber das hier ist eine kriminelle Handlung und Ihr Vater ist Kriminalist. Na ja, vielleicht tut sie es ja gerade deswegen. Mögen Sie recht haben. Aber diesmal ist sie zu weit gegangen. Schon im Interesse der Gleichbehandlung aller Schüler können wir ihr das nicht durchgehen lassen. Nehmen Sie doch Platz, lieber. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Allerdings. Ich sehe da kein Allerdings. Wir müssen die Eltern ersuchen, dass Manuela von unserer Schule genommen wird. Ja, aber das ist doch keine Strafe für Sie, sondern ein Sieg. Genau das bezweckt Sie doch damit. Ich werde die Lehrerkonferenz einberufen und dem Kollegium vorschlagen, dass Manuela unser Internat verlässt. Darf ich fragen, für wen der Ring sein soll? Für deine Mutter? Nee, mehr für meine Freundin. Ah ja, mehr für deine Freundin. Und wie alt ist die junge Dame, wenn ich fragen darf? 16. 16? Oh ja. Wie wär's denn damit? Was kostet denn sowas? 59 Euro. Was ist damit? Oh, ich fürchte, der überfordert dein Taschengeld. Das ist Gold. 8 Karat. Wie viel? 150 Euro. Was ist mit denen da drüben? Welche meinst du da? Die unten links. Ach, den hier? Ja. Moment. Ja. Mit dem könnte ich dir einen Freundschaftspreis machen. 69, sagen wir 60 Euro? Immerhin war ich mit deinem Vater zusammen im Angelverein. Nee, ich glaube, das ist alles nichts für meine Freundin. Jungs. Wolf? Ja? Grüß doch deinen Vater von mir. Ja? Okay. Oh, danke. Bitte. Oh, ich bin total heiß. Es war ein richtig harter Tag heute. Ja, das kann man wohl sagen. Und für mich wird es auch noch eine lange Nacht. Was? Wieso das denn? Mathe-Tests von 2 Klassen. Tja, Strafe muss sein. Wieso müssen Sie Ihre Schüler auch immer so quälen? Ja, fragt sich, wer hier wen quält. Oh, Entschuldigung. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Sie meinen wegen des Klebstoffs, ne? Ja. Und, haben Sie schon was unternommen? Nein, aber in Kürze. Frau Galwitz, könnte ich Sie bitte mal einen Moment sprechen? Ja, sicher. Was ist denn passiert? Ich hoffe, nichts. Frau Hansen, würde es Ihnen etwas ausmachen, Frau Galwitz und mich für ein paar Minuten allein zu lassen? Muss es gleich sein? Wir wollten gerade noch einen Kaffee trinken. Ach, lassen Sie mal. Ich habe eh noch so viel zu tun. Bis dann. Was ist denn los? Ich würde gern wissen, ob Sie mit irgendjemandem über das, was ich Ihnen gestern anvertraut habe, gesprochen haben. Also ich bitte Sie. Natürlich nicht. Wie kommen Sie denn auf die absurde Idee? Weil es jemanden gibt, der mir einen Brief geschrieben hat. Ja und? Aus dem hervorgeht, dass dieser jemand ganz genaue Kenntnisse davon besitzt, was ich Ihnen gestern mit der Bitte um höchste Verschwiegenheit anvertraut habe. Das gibt's doch nicht. Doch, das gibt es. Und wer ist dieser jemand? Dieser jemand ist eine Sie. Jetzt sagen Sie nicht, es ist Manuela. Doch, es ist Manuela. Und sie versucht, mich zu erpressen. Keiner da. Dann werde ich mir das Kunstwerk mal genauer ansehen. Auge in Auge mit mir, so fordere ich das Jahrhundert in die Schranken. Gibt's doch nicht. Da haben die doch wirklich Mäuse auf meinen Kopf geklebt. Da haben die Bengel tatsächlich auf meinen Kopf Mäuse! Ah! Ah. Verdammt, was mache ich jetzt bloß? Für mich ist die Sache erledigt. Mir ging es gestern irgendwie auch nicht so gut. Danke. Ja, ne, weil ich dachte, vielleicht wolltest du... Ach, hör auf. Manchmal denke ich selbst, ich spinne.
Erst mache ich dir Hoffnungen und dann... Schmeißt du mich ins kalte Wasser. Hey, sorry, gesprungen bist du selber. Prego, Signorina, Signore. Giovanni? Diga? Den haben wir doch gar nicht bestellt. Scusate, Signorina, aber das dürfen Sie mich nicht fragen, sondern das dürfen Sie Ihre Kavaliere fragen. Hast du für uns den Amore bestellt? Kleine Überraschung. Buon appetito. Dankeschön. Aber sei vorsichtig. Wieso denn? Das Zeug ist verdammt kalt. Ah ja. Von dir? Der ist von Giovanni. Oh, super. Du bist ja wahnsinnig. Danke. Probier den noch mal an. Na klar. Bisschen zu groß. Das macht nichts. Ich setze ihn einfach hier drauf. Zeig mal. Wow. Na, ich dachte mir am besten, ich zeig's euch gleich. Verdammt, die Büste ist weg. Haben Sie die etwa geklaut? Nee, ich wollte mir den Kopf nur mal kurz angucken. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, das habe ich wirklich nicht gewollt. Ja, wie ist denn das passiert? Naja, ich habe das Tuch abgenommen und dann habe ich die Mäuse gesehen. Und da ist mir der Kopf vor Schreck runtergefallen. Aber der stand doch fest auf dem Tisch. Ja, vorher habe ich ihn natürlich in die Hand genommen, damit ich ihn besser angucken kann. Sagt mal, ihr habt doch Gott sei Dank noch diese Form. Da kann es doch nicht so schwer sein, noch einen zweiten Abdruck zu machen, oder? Irrtum. Die Form ist kaputt. Hat Max geschafft, als der ihren Kopf mit einem Hammer rausholte. Auch das noch. Ja, wenn ich euch irgendwie helfen kann, ich bin zu fast jeder Schandtat bereit. Nächsten Montag ist mal wieder eine Geschichtsklausur bei Wolfert fällig. Oh, heißt das, dass unser Kinobesuch am Wochenende ausfällt? Ich fürchte ja. Wollt ihr noch einen Keks? Oh nein, danke, ich hab noch. Ich auch. Sag mal, wollen wir nicht am Wochenende ins Kino gehen? Oder bist du schon mit Wolf verabredet? Weiß noch nicht. Setzt du dich doch noch ein? Nee, danke. Nachher sehe ich aus wie eine Kugel. Wie findet ihr eigentlich den hier? Wow, wo hast du den her? Den hat mir Wolf geschenkt. Zeig mal. Hey, nicht schlecht, Frau Specht. So viel Geschmack hätte ich deinem Werwolf gar nicht zugetraut. Boah, das Teil ist echt schick. Mhm. Es hat nur einen Haken. Und der wäre? Na, merkst du denn nicht, dass Wolf dich damit nur kaufen will? Ach, Quatsch. Tegler hat recht. Warum meinst du, kauft ihr dir so ein teures Teil? Ihr seid doch bloß neidisch. Wir und neidisch? Darauf, dass dein Wolf dir an die Wäsche will? Du spinnst doch. Na, Ladies, alles okay? Wow, sehe ich richtig? Also, es geht mich ja nichts an, aber von wem hast du den denn? Hat ihr Wolf geschenkt. Ist das nicht der, der bei uns gerade den Kamin einbaut? Hm. Ist der nicht noch Lehrling? Nee, der macht ein freiwilliges Jahr beim Denkmalschutz. Ach, und da verdient er so viel Geld, dass er dir so ein teures Stück kaufen kann? Du, Emily? Ja? Stell dir mal vor, du hättest zufällig über jemanden ein Geheimnis erfahren. Was denn für ein Geheimnis? Weiß ich was, dass jemand mal im Gefängnis war oder sowas ähnliches. Ist doch jetzt auch egal. Auf jeden Fall erzählst du dieses Geheimnis weiter. Und diese Person will nun die Sache gegen die erste Person ausnutzen. Verstehst du? Nein. Also nochmal. Warte mal, lass mich mal. Also, dein Löwe Lutz hat ein Geheimnis. Wie kommst du denn auf Lutz? Von mir aus auch Leo. Also, dein Löwe Leo hat ein Geheimnis. Und mein Frosch Fridolin erfährt davon. Richtig. Und nun erzählt Fridolin davon dem Bär Bruno. Und Bruno will Leo nun mit dem Geheimnis, das er von Fridolin erfahren hat, erpressen. Ziemlich mies von diesem Bruno. Richtig. Aber was kann Fridolin tun, um das zu verhindern? Oder sollte er sich da lieber raushalten? Immerhin ist er schuld an diesem ganzen Schlamassel. Findest du? Ja, na logo. Hätte er sein Maul gehalten, könnte jetzt Bruno niemanden erpressen. Stimmt. Weißt du was? Vielleicht sollte Fridolin versuchen, Bruno die Sache auszureden. Und was ist, wenn er das schon versucht hat, aber dieser blöde Bär bleibt stur? Dann sollte er wenigstens versuchen, Leo zu warnen. Auch wenn er Bruno damit verpetzt? Beeil dich schon. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich bin gleich soweit. Was macht ihr denn hier?
Bereitet ihr eine Ahnengalerie für Schloss Einstein vor? Herr Pasulke war so nett und hat sich als Modell für uns zur Verfügung gestellt. Oh, naja, wenn ihr mich gefragt hättet, ich hätte mich selbstverständlich auch sehr gern zur Verfügung gestellt. Der sieht ja täuschend echt aus. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Erst haben wir so einen Gipsabdruck von Herrn Pasulkes Kopf genommen. Und dann haben wir die Form mit so einer Masse ausgefüllt und die Augen, die sind aufgemalt. Haben wir bei Frau Delling gelernt. Ah ja, Frau Delling. Hoffentlich ist sie in Amerika glücklicher geworden. Könnten Sie bitte mal ein Stückchen beiseite treten? Denn wir würden unser Kunstwerk nämlich fotografieren. Ja, selbstverständlich. Entschuldigung. Ihr braucht das Foto sicher für Kurz und Kleinstein. Nein, das ist für so einen Wettbewerb bei der UTA. Wir senden da so eine Skulptur ein über den wichtigsten Mann unserer Schule. Ach so, ihr haltet also Herrn Pasulke für den wichtigsten Mann auf Schloss Einstein. Ja, irgendwie dachten wir, Herr Pasulke ist was Besonderes. Ah ja. Also, wenn ich mir euer Kunstwerk genauer betrachte, dann muss ich schon sagen, die Nase bedarf noch einiger Nacharbeit. Die steht ja ziemlich hoch. Ah, Entschuldigung, hat mir mein Taschentuch. Ach, da bist du. Aber wissen Sie, dass ich hier bin? Deine Eltern haben es mir gesagt. Warum waren Sie bei meinen Eltern? Kannst du dir das nicht denken? Kein Schimmer. Da muss ich deinem Gedächtnis wohl ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich glaube, ich muss jetzt lieber weg. Das würde ich mir gut überlegen. Wir können das Gespräch auch bei der Polizei fortsetzen. Bei der Polizei? Du erinnerst dich doch an deinen Besuch bei mir im Geschäft. Ja, sicher. Ich habe Ringe angeschaut. Leider hast du die Ringe nicht nur angeschaut. Was soll das denn jetzt heißen? Als du das Geschäft verlassen hast, war auch ein Ring verschwunden. Und ausgerechnet einer von denen, für die du dich so besonders interessiert hast. Ich hatte damit nichts zu tun. Vielleicht ist es ihnen auch runtergefallen. Jemand anders hat Nein, später... das kann nicht sein. Ich habe nämlich in meinem Laden eine Überwachungskamera installiert. Und auf der ist ganz genau zu sehen, dass du diesen Ring geklaut hast. Mist. Ach, jetzt gibst du also zu, den Ring mitgenommen zu haben. Ja, aber ich wollte doch nur... Wolf, jetzt bitte keine neuen Ausreden. Wenn du mir den Ring gleich zurückgibst, dann bin ich bereit, auf eine Anzeige zu verzichten. Ich hab den Ring nicht mehr. Ach ja. Und wo ist er jetzt? Ich hab ihn verschenkt. An deine Freundin? Ja, ich hab mich blöd benommen und ich wollte, dass wir zusammenbleiben. Ach so. Verstehe, der Ring sollte eine Art Versöhnungsgeschenk sein. Ja, ich hab die ganze Nacht auch nicht geschlafen gehabt und dann kam mir die Idee mit dem Ring. Oh Gott, das klingt ja, als ob du wahnsinnig verliebt bist. Ja, aber ich hatte nicht genug Geld. Was machen wir da? Also hör mal zu. Weil ich deine Eltern gut kenne und weil ich auch mal jung war und verliebt und Mist gebaut habe, da will ich ausnahmsweise auf eine Anzeige verzichten. Danke. Moment. Unter einer Bedingung. Dass du mir den Ring bis morgen Mittag zurückbringst. Ist das klar? Ich denke, der Sachverhalt ist klar, liebe Kollegen. Ich darf um Ihre Stellungnahmen bitten. Obwohl ich Herrn Dr. Wolfert verstehen kann, plädiere ich in diesem Fall dafür, dass Manuela das Internat so schnell wie möglich wieder verlässt. Und dabei denke ich nicht nur an die Sache mit meinem Rock, obwohl das eine Sauerei war. Also ich finde auch, dass das Mädchen nicht weiter tragbar ist für uns. Jeder weitere Aufenthalt bringt doch nur Stress für uns und für Sie ja letztendlich auch. Richtig, Frau Hansen. Die harmonische Atmosphäre beim Lernen und auch Leben an unserem Internat darf keinesfalls gefährdet werden. Ich sag's mal ganz direkt. Manuela hat geradezu kriminelle Energien entwickelt und die anderen Kinder skrupellos in ihre Aktivitäten mit einbezogen. Und das können wir nicht durchgehen lassen. Naja, gut, vielleicht sollten wir ihr den Gefallen tun und sie an ihre alte Schule zurückschicken. Genau das sollten wir nicht tun. Wenn Manuela jetzt wieder ihr Ziel erreicht, dann wird sie doch in Zukunft nicht davor zurückschrecken, mit diesen unlauteren Mitteln ihren Kopf durchzusetzen. Ich verstehe Sie ganz einfach nicht. Sie sind doch einer der Hauptbetroffenen. Also ich schlage vor, dass wir schon mal probehalber abstimmen, damit wir uns über die grundsätzliche Tendenz im Kollegium klar werden. Ja, bitte. Darf ich Sie mal kurz sprechen, Herr Dr. Schreiberg? Was gibt es denn? Ich muss mit Ihnen reden. Allein. Alles ist da, alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt geht.
checkt die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.